sich ehrenamtlich engagieren, neue Erfahrungen sammeln, gemeinsam dazulernen und Spaß haben. Schlagworte, die in den heutigen Zeiten oftmals zu kurz kommen. Doch wenn man genauer hinschaut, das Ehrenamt hat, am Beispiel vom DRK-Kreisverband Göppingen, einiges zu bieten. Egal ob nun im medizinischen Bereich oder im sozialen Sektor. Die Hilfe am Menschen ist wichtig. Eine, die bereits seit 2006 zum Ehrenamt gefunden hat, ist Gesine Meyer. Sie ist im DRK-Kleiderladen ehrenamtlich aktiv und möchte ihre Arbeit dort auf keinen Fall mehr missen. Ich arbeite sehr gerne fürs Rote Kreuz, weil wir hier allgemeinnützig tätig sind. Wir können den Leuten sehr günstige Kleidung anbieten. Es macht sehr viel Freude, mit den Leuten zu reden, sie zu beraten. Sie freuen sich, wenn man freundlich ist, wenn man mal ein paar Sätze mit ihnen wechselt. Es ist einfach schön und ich finde, Ehrenamt machen macht einfach Spaß. Also mir macht's mehr Spaß. Sichtlich Spaß macht die ehrenamtliche Arbeit auch Claudia Schöberl. Einmal in der Woche leitet sie in der Turnhalle im Uhinger Stadtteil Sparwiesen ehrenamtlich die Seniorengymnastikgruppe. Neben der Steigerung der körperlichen Fitness steht hierbei der Spaß im Vordergrund. Genau der kommt auch beim Projekt Gemeinsam Sprechen, Gemeinsam Lernen, kurz GSGL, nicht zu kurz. Hierbei soll vor allem Kindern mit Migrationshintergrund die Möglichkeit geboten werden, die Sprachbarrieren auf spielerische Art und Weise vollständig zu überwinden. Seit 2013 ist Brigitte Obst für das vom DRK initiierte Projekt ehrenamtlich tätig. Die Unterrichtseinheit, die geht immer von 14.10 Uhr bis 15.45 Uhr, immer Montag nachmittags. Ich treffe mich immer mit meiner Kollegin, der Frau Hagenmeier, um 13.30 Uhr hier in der Uhlandschule. Da besprechen wir einfach so das, was wir zu Hause vorbereitet haben, für den Unterricht noch etwas durch. Zum Basteln, zum Singen, zum Lesen, also eben viel Sprechen und auch ein bisschen Schreiben, dass man einfach da die Kinder noch unterstützen können. Ein fester Bestandteil im Sanitätsbereich ist Christian Epping. Er ist seit 2004 beim DRK ehrenamtlich tätig und weiß, worauf es bei Sanitätsdiensten wie hier beim Göppinger Maientag ankommt. Ich habe hier vor über 10 Jahren mit dem Zivildienst angefangen, im Rettungsdienst, habe da auch die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und seitdem bin ich einfach dabei geblieben. Ich bin hier auch in der Bereitschaft in Göppingen aktiv. Und an so einem großen Event sind einfach alle Kräfte gefragt und deswegen bin ich heute Abend auch dabei. Voller Einsatz ist aber auch in einem weiteren wichtigen Bereich des DRK notwendig, dem Blutspendedienst. Eine, die schon seit vielen Jahren als ehrenamtliche Helferin mit dabei ist, ist Hannelore Reiber-Eppler. Bei den Blutspendeaktionen betreut sie vor allem die Spender, steht als Ansprechpartnerin für Fragen zur Verfügung, beruhigt erst Spender, wenn es nötig ist und verkürzt die Wartezeit durch Gespräche. Auch die Rettungshundestaffel des DRK in Göppingen bietet interessante Tätigkeiten für neue Gesichter und fleißige Helfer. Sobald beispielsweise vermisste Personen mit normalen Streifen der Polizei nicht aufgefunden werden können, kommen sie nämlich zum Einsatz. Fester Bestandteil der Göppinger Rettungshundestaffel ist Birgit Zabel. Zusammen mit ihrem Hund nimmt sie ehrenamtlich an den regelmäßigen Übungen teil, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Ich bin mit Hunden aufgewachsen, habe dann auch selber, als wir frisch verheiratet waren, einen jungen Hund gehabt und habe das immer fasziniert beobachtet. Dann sind wir vor 10 Jahren hier in Kreis Göppingen und habe dann bei einer Vorführung ganz zufällig die Frau Oppitz, das ist eine unserer Trainerinnen, getroffen. Dann haben wir uns lang unterhalten. Und als wir dann vor 2 Jahren den zweiten Hund angeschafft haben, war einfach so die Frage, na, vielleicht können wir das auch. Und ja, so sind wir dazugekommen. Einfach Neugierde und mal ausprobiert. Einer, der es vor vielen Jahren auch mal ausprobiert hat und dabei geblieben ist, ist Dominik Abele. Er engagiert sich bei der Bergwacht des Göppinger DRK. Die Truppe kommt immer zum Einsatz, wenn verunglückte Personen sich in einer hilflosen Lage befinden, in der die Rettungskräfte sie wegen der örtlichen Gegebenheiten nicht erreichen können. Nachdem er einmal bei einem Übungsabend mit dabei war, hat er sich sofort entschieden, dauerhaft bei der Bergwacht mitzuarbeiten. Für mich ist das eine super Aktion, meine Hobbys quasi mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit zu verbinden und noch was Gutes zu tun für die Allgemeinheit. Ich bin selber aktiver Kletterer und fahre viel Ski und so kann ich mein Hobby einfach perfekt verbinden mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit zum Wohl der Allgemeinheit. Für das Allgemeinwohl wichtig sind auch die ehrenamtlichen Helfer im Ausbildungsbereich. Konrad Feigl ist einer davon. Er führt für das DRK Erste-Hilfe-Lehrgänge bei Firmen im Vilstal durch und zeigt den Mitarbeitern, worauf es im Ernstfall ankommt. Früh übt sich auch bei der Nachwuchsförderung. Aus diesem Grund bildet das Rote Kreuz auch Jugendliche zu Sanitätern aus. In Geislingen treffen sich die Jugendlichen einmal wöchentlich. Geleitet werden die Gruppenstunden von Robert Mandrisch, der diese Aufgabe ebenfalls ehrenamtlich ausübt. Wir haben halt jeden Freitag diesen Dienstabend, wo wir uns dann für 2 Stunden treffen. Dann haben wir da Ausbildungsblöcke drin, aber auch manchmal
irgendwelche Spiele oder ja, Teamfähigkeitsübungen. Das sieht ganz unterschiedlich aus und das muss natürlich vorbereitet werden, aber auch Übungen müssen vorbereitet werden oder wenn es irgendwo Probleme in der Gruppe gibt, da muss man sich auch drum kümmern. Einer, der bei diesen Treffen regelmäßig dabei ist, ist Sebastian Grote. Nach Möglichkeit versucht er, keinen Dienstabend zu verpassen. Weil es mir einfach Spaß macht, Menschen zu helfen. Weil es auch, ich finde, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung einfach ist. Man lernt auch viel Neues. Neue Erfahrungen sammeln, gemeinsam dazulernen und Spaß haben. Das ist das Ehrenamt beim DRK. Wer jetzt Lust hat, im medizinischen oder auch sozialen Bereich ehrenamtlich aktiv zu werden, nützliche Informationen rund um dieses Thema sowie die verschiedenen weiteren Einsatzmöglichkeiten gibt es auch im Internet unter drk-göppingen.de.